Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen, habe verschiedene Lernkonzepte geschrieben, unter anderem den technischen Betriebswirt IHK in 28 Tagen. Und genau aus diesem Lehrgang möchte ich mal ein Thema hier aufgreifen, aber auch beim Betriebswirt ist das zum Beispiel relevant, und zwar die Werker Selbstprüfung. Die Werker-Selbstprüfung. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, wir haben hier verschiedene Menschen, die an einem Vorgang arbeiten. Und hier, das ist die Qualitätsendkontrolle. Hier, da wo das Ausrufezeichen ist, das ist die Qualitätsendkontrolle. So, und jetzt haben wir einen, also die arbeiten an einem Vorgang, der Ablauf geht von hier nach hier, das ist also die Richtung, in der das Teil bearbeitet und weitergereicht wird. Und Werker-Selbstprüfung heißt jetzt schlicht und einfach, dass der Werker, ehe er das Teil weiterreicht an seinen Kollegen hier, dass er sich selber prüft, beziehungsweise sein Werk. Also wie der Name schon sagt, der Werker prüft sich selbst. Und das bedeutet, dass zwar die Qualitätsendkontrolle hier hinten nicht überflüssig wird, aber dass er Verantwortung übernimmt. Ja, und nicht etwa sagt, doch der da hinten am Ende, der wird schon richten. Ja, sondern er übernimmt Verantwortung, er überprüft das Teil nochmal, er es weiterreicht an den Kollegen, der macht genau das Gleiche, überprüft sein Werk, genau wie der hier. Und der hat relativ wenig zu tun, der findet jetzt also wirklich nur noch die Dinge, die nach bestem Wissen und Gewissen trotzdem durchgegangen sind, das wird dann nicht mehr viel sein. Also es hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun, diese Werker. Selbstprüfung, sich nicht mehr verlassen auf die Qualitätsendkontrolle, Qualität nicht am Ende reinprüfen, sondern Qualität heißt es gleich richtig machen. Ja, das war's. Wenn Sie mein Lehrgangskonzept interessiert, dann schauen Sie doch einfach mal unter spaßlerndenk.de und wenn Sie Lernmedien interessieren, schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.